zwei Patienten mit dem gleichen Befund, Prostatakrebs. Beide bekommen in dieser Klinik in München eine Strahlenbehandlung mit Protonen, die in beiden Fällen erfolgreich ist. Aber nur die Kasse von einem von ihnen übernimmt die Behandlung. Warum ist das so? Fall Nummer 1, Peter Meissner. Er ist 2010 an Krebs erkrankt. Dem Anwalt haben die Ärzte damals zur OP oder einer herkömmlichen Röntgenbestrahlung geraten. Wegen der Gefahr von Impotenz und Inkontinenz lässt dieser aber davon ab und entscheidet sich für die Protonentherapie. Der Vorteil des Verfahrens im Vergleich zu Röntgenstrahlen: Röntgenstrahlen durchdringen den Körper vollständig und schädigen auf ihrer Wegstrecke nicht nur den Tumor, sondern auch das getroffene, gesunde Gewebe rund um den Tumor. Bei der Protonenstrahlung ist das anders. Protonen sind winzige Teilchen, die erst im Ziel Energie abgeben. Unterwegs richten sie aber keinen Schaden an. Das schont das gesunde Gewebe. Und man kann zielgenau den Tumor bekämpfen, sogar wenn er sehr tief im Körper sitzt. Wir haben bei allen 1800 Patienten, die wir bisher in dieser Anlage bestrahlt haben, weniger Strahlung, weniger Nebenwirkungen, weniger Strahlung in die Umgebung gesetzt. Weiterer Vorteil: Das Verfahren ist so schonend, dass es oft ambulant durchgeführt wird. Die Patienten können nach einer Bestrahlung meist wieder nach Hause. Bei Prostatapatient Meissner führt die ambulante Bestrahlung im Mai 2013 zu einem guten Ergebnis. Seine PSA-Blutwerte, an denen man den Tumor identifiziert, sind seitdem unauffällig niedrig. Die Erwartungen haben sich voll erfüllt. Es sind auch keine Nebenwirkungen eingetreten bisher. Ich fühle mich auch völlig als geheilt. Dazu kommt, seine Krankenversicherung, die Siemens Betriebskrankenkasse, übernimmt die Kosten von etwa 18.000 Euro anstandslos. Hintergrund: Die Kasse hat einen Versorgungsvertrag zur Kostenübernahme der ambulanten Behandlung mit der Klinik abgeschlossen. Ganz anders Fall Nummer 2. Auch Jochen Sonntag erkrankt an Prostatakrebs. Wieder wird nur eine OP angeboten, die aber lehnt er wegen möglicher Nebenwirkungen ab. Von den Ärzten fühlt er sich unzureichend beraten und recherchiert selbst. Auch er entscheidet sich für die Protonentherapie und beantragt die Kostenübernahme durch seine Krankenkasse. Doch die lehnt ab. Ich war natürlich erstmal entsetzt und habe die Frage gestellt, wie das sein kann. Aber man hat mir erklärt, es gibt genügend andere Behandlungsmöglichkeiten und dieses Verfahren sei experimentell, man würde das nicht bezahlen. Aus dem experimentellen Stadium sei die Protonentherapie längst hinaus, meint dagegen Dr. Rienecker. Schließlich werden in den USA seit über 20 Jahren Patienten damit bestrahlt. Weltweit wurden über 80.000 Patienten behandelt. Es liegt genügend Erfahrung bei der Protonentherapie vor. In Asien boomt die Protonentherapie bereits seit 2001. Auch in Europa ist diese Methode seit einigen Jahren klinisch etabliert. Sogar in Deutschland existieren mittlerweile 5 Protonenstrahlzentren, die nicht nur Prostatatumore, sondern auch Krebsarten wie Bauchspeicheldrüsen, Augen-, Lungen- oder Darmkrebs behandeln. Problem nur: Oft scheitern die Behandlungen an gesetzlichen Hürden, welche Kassen dazu zwingen, nur in Einzelfällen über eine Kostenübernahme zu entscheiden. Auch Jochen Sonntag strebt eine Einzelfallentscheidung an und legt Widerspruch gegen die Ablehnung bei der Kasse ein. Um keine Zeit zu verlieren, geht er zunächst in Vorleistung. Ende 2010 bekommt er die erforderlichen 21 ambulanten Bestrahlungen zu je einer Minute. Nach erfolgreicher Therapie reicht er die Rechnungen bei seiner Kasse erneut ein. Die lehnt wieder ab. Grund nun: Wäre die Behandlung stationär erfolgt, hätten sie die Kosten übernommen. Jochen Sonntag ärgert's. Ich habe keine Reha gebraucht, ich habe keine Kur gebraucht. Ich war im Prinzip durch die ambulante Bestrahlungsart immer arbeitsfähig. Und es sollte auch im Interesse der Krankenkasse liegen. Die Kasse aber verweist auf den gemeinsamen Bundesausschuss. Das oberste Gremium der Ärzte und Kassen beschließt 2010, eine endgültige Entscheidung zur Kostenübernahme der Protonentherapie bei Prostatakrebs bis 2018 auszusetzen. Grund: fehlende wissenschaftliche Studien. Laut Gesetz dürfen Kassen bis dahin in besonderen Einzelfällen Kosten übernehmen, allerdings nur bei stationärer Behandlung. Warum gilt das nicht für ambulante Therapien?
Antwort des Bundesgesundheitsministeriums? Damit soll sichergestellt werden, dass neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden erst nach ausreichender Prüfung in der vertragsärztlichen Versorgung ambulant eingesetzt werden. Die Kasse setzt so die ambulante Protonentherapie in der Klinik mit der Behandlung in einer Arztpraxis gleich. Das kritisieren Medizinrechtler wie dieser Anwalt. Er plädiert dazu, diese sehr aufwendige Therapie wie eine teilstationäre Behandlung einzuordnen. Das ist eine sehr aufwendige Therapieplanung. Die hat einen sehr hohen Personaleinsatz erfordert, die in ärztlicher Hinsicht, nicht ärztlicher Hinsicht. Dann ist ein sehr hoher maschineller Einsatz. Dann ist es eine sehr aufwendige Lagerungsplanung. Das ist eine Hochpräzisionsbestrahlung. Stellt sich die Frage, ist eine so unterschiedliche Gewichtung seitens des gemeinsamen Bundesausschusses überhaupt noch zeitgemäß? Zumal es doch heißt, Zitat, Entscheidungen des gemeinsamen Bundesausschusses sind nicht zuletzt für den Schutz der Patienten. Das widerspricht vielen Kostenablehnungen der Kassen. Denn Patienten, deren Krebs sich schnell ausbreitet, haben nicht mehr die Zeit, auf eine endgültige Entscheidung bis 2018 zu warten, brauchen diese Methode vielleicht sofort. Jochen Sonntag bezahlt die Behandlung zwar selbst, reicht aber aus Ärger über die Reaktion seiner Kasse trotzdem Klage ein. Er gilt mittlerweile medizinisch als geheilt. Andere Patienten aber müssen nicht nur um ihr Leben, sondern auch weiter um ihr Geld kämpfen.